Rockfun. Deine Rockgarantie. Ich stehe jetzt hier vom brandneuen Kaufhaus Hessen. Gerade eben hat es erst aufgemacht. Und ich gehe jetzt mal rein und guck, was es hier alles so gibt. Ich sehe schon vielversprechende Bämbel. München stürmt entsetzt, Oktoberfest mit Applewhite. Hamburg Zeller Stern versinkt, wenn der Fischmarkt aus nach Hand gesteht. Ganze West-Berliner Scene gibt sich kaum mit Rütscher hin. Und sogar das Ruhrgebiet kauft alle große Stadt vom Dreh. Ich stehe jetzt hier im Kaufhaus Hessen mitten in Bornheim. Neben mir habe ich die Frau Deppe, die Mitbegründerin in diesem Laden oder Besitzerin. Frau Deppe, was bieten Sie denn eigentlich in Ihrem Kaufhaus Hessen? Nur Sachen, die in Hessen hergestellt sind. Und darum ging es uns auch immer nur bei der Recherche. Also das Entscheidende ist der Herstellungsort. Und wer beliefert Sie, wenn Sie das jetzt gerade schon mal so ansprechen? Also wie viele Lieferanten haben Sie ungefähr? Aus wie viele verschiedene Hersteller haben Sie hier? Also inzwischen haben wir schon 60 verschiedene Hersteller ungefähr und wir merken auch, es spricht sich auch unter den hessischen Herstellern rum und jetzt, dass wir auch schon von den ersten von selbst angesprochen worden sind, also mal gucken, ich denke, das Sortiment wird noch größer werden in nächster Zeit. Und wie viele Produkte haben Sie hier? 500 sind es im Moment. Ich glaube, mein persönliches Lieblingsprodukt habe ich gefunden, nämlich das hessische Survival Pack. Was hat es damit auf sich, Frau Deppe? Also das ist eine Kälterei Stier, die machen das, die haben das irgendwie entworfen und darin ist dann eine Flasche Apfelwein, dann ein Buch Apfelwein in Geschichten und Anekdoten. Mhm. Ist nämlich so, dass der Herr Stier, der diese Kälterei hat, der hat es sich auch irgendwie zur Aufgabe gemacht, also so sagt er es selber, auch den Leuten den Apfelwein nahe zu bringen. Und da hat er ja so in den einzelnen Zeitabschnitten in diesem Buch beschrieben, was war auch schon 1200 irgendwas mit dem Apfelwein. Also es geht immer so um die einzelnen Epochen, wo der Apfelwein beschrieben ist. Also nur trinken ist dann nicht, ich muss auch lesen. Man muss auch lesen, ja. Und dazu ist dann noch ein Glas dabei mit einem Goldrand. Also so ein Geschenk, ich denke mal auch ein gutes Geschenk, was man auch so machen kann als Hesse, wenn man außerhalb von Hessen ein Geschenk macht. Und so einem zum Beispiel in Niedersachsen sagt, hier, guck mal, Apfelwein, was hältst du denn davon? Oder wenn die Bayern hierher kommen, die brauchen bestimmt auch ein hessisches Survival Pack. Jetzt stehe ich hier mit der Frau Zöller, mit der Geschäftsführerin vom Hessen Kaufhaus. Und natürlich hat auch die Frau Zöller ein Lieblingsprodukt, das wir hier schon sehen. Ja, mein Lieblingsprodukt ist das Odenwälder Goldsche. Da gab es früher 23 Betriebe, die das hergestellt haben. Heute ist nur noch ein einziger übrig. Das Odenwälder Goldsche wird aus drei verschiedenen Holzsorten gemacht. Das Holz wird bis zu drei Jahre gelagert und danach in Handarbeit noch von der Familie Krämer und Boos verarbeitet. Superschön. Ich habe genug geshoppt für heute im Hessen-Kaufhaus. Hier einmal Hessen Survival Pack und wenn das nicht reicht, noch ein schönes großes 5 Liter Fass Apfelwein. Ich kann euch sagen, geht mal vorbei in der Berger Straße 288, es lohnt sich. Hier ist deine Rockgarantie. Rockfun.